Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute aus dem wunderschönen Küstenwald hier in Wilhelmshöhe. Schauen Sie mal, wie schön das hier ist, unweit von Rostock entfernt. Warum bin ich hier? Weil ich ganz genau weiß, dass heute ein Rostocker Star-Fotograf Sebastian Heger hier am Strand shootet. Und zwar für ein Online-Fashion-Label. Und ich habe mir gedacht, den schnappe ich mir jetzt mal. Das ist nämlich ein Rostocker Küstenkind, 34 Jahre alt, 10 Jahre Berufserfahrung mit Stars vor der Kamera und auch hinter der Kamera. Und ich werde jetzt mal gucken, wie er denn so arbeitet. Kommen Sie mal mit. Sebastian. Hey. Hi. Darf ich kurz stören? Natürlich, du immer. Du, wen hattest du eigentlich schon alles vor der Linse in deinen 10 Jahren? In meinen 10 Jahren ja, hatte ich schon einige gehabt. Also ich war, oder ich habe Sido vor der Kamera gehabt, Kool Savas als Rapper, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Mhm. Im Sportbereich fand ich auch ganz viele. Wladimir Klitschko, Phil Ouzoué, der hat letzte Saison noch in der Premier League gespielt, in England. Ja. Und das ist schon so einiges. Ne? Also macht das für dich eigentlich einen Unterschied, ob du jetzt einen Promi vor der Kamera hast oder ob das, sag ich mal, nicht so berühmte Personen, sondern ganz normale Mädels, sag ich jetzt mal, wie vom Online-Shop jetzt hier sind? Also prinzipiell behandle ich eigentlich relativ oder eigentlich alle Leute, die ich shoote, immer gleich, weil das sich einfach so gehört. Natürlich behandelt so ein bisschen mehr, natürlich ein Promi ein bisschen noch hochwertiger, ne? Weil, ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du da anders? Na, du bist schon ein bisschen netter, sagen wir mal so. Ne? Also, die muss man schon manchmal so. Du bist doch immer nett, oder nicht? Definitiv, aber man muss sich schon noch ein bisschen netter auch anfassen und sagen, ey, ja. Und so. Ne? Da, die möchten manchmal nicht so eine harte Ansage haben. Das habe ich schon gelernt. Ah, okay. Genau. Also, da musst du die ein bisschen so mit Samthandschuhen. Genau. Okay, und du hast ja auch immer mega viel mit, was du mitschleppen musst, das ganze Equipment. Was hast du da und wie viel Kilo musst du da mit dir rumtragen? Genau, also ich habe so einige Sachen immer mit. Es kommt immer auf das Shooting drauf an, was ich shoote und vor allem, wie groß der Umfang ist. Jetzt, heute habe ich etwas weniger mit, weil es nicht so viel hergibt von der ganzen Räumlichkeiten her. Ja, ja. Aber wenn ich dann natürlich unterwegs bin, wenn ich für Adidas shoote, wie auch immer, klar, dann ist natürlich immer ein bisschen mehr, weil da haben wir dann, oder habe ich eine Blitzanlage mit, mehrere Kameras, sehr viele Speicherkarten und da kommt schon, na, ich würde tippen, so zwischen 30 und 40 Kilo kommt da bestimmt schon auf die Waage. Und wie viele Bilder kommen denn zustande, wenn du zum Beispiel mit Adidas geshootet hast? Na, bei Adidas ist eine größere Geschichte gewesen. Da sind wir, glaube ich, so um die 5000 Bilder waren es bestimmt gewesen. Ja. Und wie lange geht da so ein Shooting? Das ging über 2 Tage bei Adidas. Ja. Okay. Und ja, du hattest ja den großen Durchbruch mit einem bestimmten Boxer. Also du bist ja eigentlich Sportfotograf. Mit welchem Boxer hattest du denn diesen großen Durchbruch? Genau, also mein größter Erfolg war mit dem Arthur Abraham. Den habe ich ja oder betreue ich ja seit ja roundabout 7 Jahren ungefähr. Damals auch wirklich mehr auf geschäftlicher Basis, jetzt mittlerweile auf einer sehr, sehr freundschaftlichen Basis. Und ja, also das war eigentlich mein Durchbruch. Ne? Und er hat mir sehr viel ermöglicht, ja. Was ich auch nicht gedacht hätte, dass es so ist. Aber ich habe nichts bereut mit ihm. Wie sieht denn eure Freundschaft so aus? Plauder doch mal aus dem Nähkästchen, Sebastian. Ja, ich kann natürlich nicht ganz so viel verraten, aber wir haben schon regen Kontakt. Also wir schreiben oder telefonieren jetzt nicht jeden Tag, aber bestimmt einmal in der Woche telefonieren wir bestimmt, plauschen ein bisschen. Jetzt war ich gerade letzte Woche bei ihm zu Hause gewesen in Berlin. Ja, und alles sehr, sehr nett. Also dieses Image, dass man denkt, so, die Boxer sind alles harte Menschen, sind sie auch. Aber er ist halt auch auf einer menschlichen Basis wirklich sehr loyal und richtig netter Typ. Und wenn mal ein Foto nicht so gut war, oder was, wenn er mal ein Foto nicht so toll fand von dir, hast du auch auf die Nase bekommen? Von Arthur meinst du? Ja. Dazu möchte ich nichts sagen. Dazu will er nichts sagen, kein Kommentar. Sebastian, was muss denn für dich ein Model mitbringen, damit du das perfekte Foto bekommst? Genau, also Natürlichkeit ist ganz wichtig, egal ob prominent oder nicht prominent. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute wirklich so sind, wie sie wirklich sind. Weil nichts ist schlimmer als ein gestelltes Bild, was die Leute dann auch sehen, dass es wirklich gestellt ist. Und gab es irgendwie mal eine lustige Geschichte, die du mal so erzählen könntest,
weiß ich nicht, was unsere Zuschauer mal interessieren könnte, was du vielleicht noch nicht so preisgegeben hast. So ein Insider. Überlege mal. Ich bräuchte dafür einen sehr guten Anwalt. Okay, dann lassen wir das lieber, ja? Genau. Gut, Sebastian, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Ich lasse dich jetzt mal alleine. Du shootest noch ein bisschen weiter. Liebe Zuschauer, wir haben anscheinend gerade einen netten Gast bekommen, der auch mal diese hübschen Mädchen betrachten wollte von näherem. Ich hoffe, er ist gleich weg und dann kann der Sebastian weiter arbeiten. Gut, dann erstmal vielen Dank, ne? Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss. Für Sebastian geht's jetzt weiter in eine alte Werfthalle. Dort trifft er sich mit den Jungs vom HC Empor Rostock für das nächste Shooting. Und wir waren mit dabei.